Herzlich willkommen, Donnerstagnachmittag, Kaffee oder Tee hier im SWR-Fernsehen. Schön, dass Sie ein bisschen bei uns reinschauen wollen. Auch wenn man nicht selbst Obstbäume besitzt, ist es, finde ich, überaus spannend zu erfahren und zu verfolgen, was diese Obstbäume für Ansprüche ans Leben stellen. Wir haben ja hier unsere dolle Quitte im Garten und die hat es letztes Jahr voll erwischt mit Feuerbrand. Heute ist Baumschulmeister Helmut Tränkle hier und er hat den Baum schon ein bisschen inspiziert. Feuerbrand, das klären wir gleich, was das ist. Ihr spontaner Eindruck von dem Baum heute, ist er gut? Naja, es sieht gar nicht mal so gut aus, was natürlich dem Regen jetzt geschuldet ist. Also diese braunen Blätter sieht man, das ist der falsche Mehltau, der sehr stark auftritt. Das ist verbreitet so, das ist das Jahr dieses Jahr. Ist das Feuchte, ja? Feucht, warm, dunkel, das liebt der Pilz. Und jetzt haben wir auch sehr viel Wasser im Boden, daher verliert er auch viel von den Blättern dann. Aber der Feuerbrand, kann man den als überwunden bezeichnen? Im Moment sieht es sehr gut aus. Das würde man vor allem an der Spitze sehen. Einzelne Äste, die ganz braun werden, mit einer Krückstockkrümmung, sagt man an der Spitze. Und die Äste sehen aus wie verbrannt. Mhm. Ja, und wir hatten im letzten Jahr wirklich den Baum in einem bedauerlichen Zustand. Da hat Werner Ollich auch einiges runtergeschnitten. Ziemlich brutal ist er da zur Sache gegangen. Mhm. Das ist dann auch notwendig. Was ist der Feuerbrand? Warum ist es so gefährlich? Also das hat er sehr gut gemacht, Herr Ollich. Der Feuerbrand ist eine Bakteriose, ein bakterieller Infekt, den man so nicht bekämpfen kann. Ja? Also, woher kommt der? Der kam jetzt aus dem Süden, ist einfach ein Bakterium, was sich über Tröpfchen meistens verbreitet. Mhm. Kann dann beim Unwetter ganz weit getragen werden. Oder auch der Gärtner, der mit dem Schnittgut durchs Dorf fährt und es von einem Garten in den anderen verbreitet. Oh, okay. Auch mit dem Schnittwerkzeug wird es sehr schnell verbreitet. Und daher ist man eigentlich nur mit der Schere gegen diesen Feuerbrand beschäftigt. Mhm. Oder den ganzen Baum roden, wenn es sehr stark auftritt. Was heißt das, den ganzen Baum roden? Abschneiden bis runter? Horizontale Basisschnitt, genau. Horizontale Basisschnitt. Weil es ist einfach so, dass das sich sehr weit fortsetzen kann. Es kann jetzt auch wieder auftreten. Also man muss solche Bäume dann auch immer wieder mal kontrollieren. Mhm. Sie haben ja auch das Scherchen heute mit dabei, jawohl, um ein bisschen was hier in Form zu schneiden. Aber ich denke, auch mit dem Mehltau muss man da jetzt irgendwie reagieren. Ganz genau. Also ich habe den Baum vor 2 Wochen gesehen. Da war sehr viel dichter. Jetzt hat er sehr viel Laub verloren, das ist die Reaktion des Baumes. Mhm. Auch, wenn Sie einen Obstbaum zu Hause haben und jetzt fallen die Blätter runter, Früchte fallen runter, das ist die normale Reaktion auf das viele Wasser, was jetzt kommt. Und jetzt ist wenig Luft im Boden und der Baum kann sich schlecht versorgen. Mhm. Und deswegen lässt er einiges fallen, und um das zu versorgen, was er noch versorgen kann. Und jetzt helfen Sie ihm, indem Sie ihm unnötige Triebe irgendwie abschneiden, oder genau, was? Genau. Also das, okay, innen drin, das ist jetzt die Reaktion des Baumes auf den starken Schnitt. Er versucht sich zu verjüngen innen raus. Mhm. Wir möchten jetzt aber, dass er luftig und locker ist, dass die Sonne reinkommt, dass der Wind reinkommt. Und das mache ich jetzt hier weg, damit eben wieder das befallene Material hier wegkommt. Mhm. Sieht man schön, das sind jetzt die Äste, die hier so stark befallen sind, die machen wir weg. Und jetzt ist wieder Licht und Luft innen drin. Und der Baum kann auch sich konzentrieren auf das, was er noch hat. Hier haben wir jetzt auch einen angebundenen Ast. Ja. Das verdichtet den Baum eigentlich weiter. Das kann nicht sein, dass er einfach mal im Weg war. Das würde ich jetzt eher lösen. Ja, wahrscheinlich, um darüber zu kommen, einfach. Wahrscheinlich, nur. Ja. Da gibt es jetzt verschiedene Philosophien, wie man das macht. Ich würde den jetzt eher stark kürzen. Okay. Einfach der Baum reagiert dann selber wieder normalerweise mit einem Austrieb hier raus und macht die Lücke wieder zu. Wir können jetzt vorerst auch mal noch das kleine Holz hier lassen. Das ist jetzt die Reaktion des Baumes. Da versucht er jetzt, die Lücke wieder zu schließen. Muss so ein Obstbaum eigentlich auch so ästhetisch, optisch in Form geschnitten werden? Weil der sieht ja jetzt ziemlich asymmetrisch komisch aus. Genau. Also man könnte jetzt hier schön, man sieht es hier vorne, es sind jetzt viele Früchte dran, da, wenn die Früchte sich ausbilden, werden die sehr stark nach unten hängen. Mhm. Gibt ein sehr romantisches Bild, aber ist nicht ganz förderlich für den Baum. Aha. Er soll da oben immer etwas schmäler sein wie unten, einfach bei dieser Baumform, damit überall das Licht hinkommt. Mhm. Man könnte jetzt hingehen und einfach solche Äste, man sieht hier, das hier geht jetzt ganz nach oben, das hier wegschneide und dann eher hier das Kurzholz, das Fruchtholz lasse, was dann zwar auch wieder wächst, aber das ist einfach so der Ablauf des Ganzen. Genau. Mhm. Auch hier, wenn sowas im Weg ist, dann kann man das ruhig auch mal wegschneiden. Man sollte dann allerdings auch hinter dem Baum immer sehr gleichmäßig schneiden, damit er rund bleibt. Ja. Statisch auch rund bleibt. Ja. Ja. Und
das wäre jetzt einfach etwas viel da oben. Das jetzt zu machen, aber eigentlich muss es gemacht werden, oder? Könnte man machen, teilweise, ja. Also so einzelne Äste rausnehmen, um den Baum zu entlasten, weil er eben zeigt, dass er nicht alles optimal versorgen kann. Was wächst denn da eigentlich direkt unter dem Baum? Genau, was ich hier jetzt zugedeckt habe. Der Storchenschnabel, Geranium. Da gibt es sehr viele Vertreter davon, die auch also sehr gut mit Schatten zurechtkommen, die das Ganze auch direkt am Baum ganz gut mitmachen, was nur welche seltene Pflanzen gibt. Der freut sich natürlich auch, wenn er jetzt mehr Licht bekommt, dann gibt es auch mehr Blüten. Ja. Also der fühlt sich eigentlich schon wohl. Dem geht's prima. Ist jetzt aber auch ganz dankbar, wenn es ein bisschen genau, mehr Licht gibt. Genau, da fängt er auch zu lachen. Und das hört man dann schon. Genau. Der begrenzt sich dann immer selber mit dem Rasenmäher einfach. Und der freut sich allerdings, wenn es etwas heller wird. Okay, also unsere Quitte vom Feuerbrand geheilt, sagen wir mal. Und den Mehltau, das kriegen wir auch wieder in den Griff. Gießen oder irgendwie sowas braucht man eigentlich gar nicht, weil so ein Baum hat ja schon ein Wurzelwerk, das an Quellen drankommt, die genau. immer grundsätzlich laufen oder nie versiegen. Ja, grundsätzlich sagt man, ein Baum ist überirdisch immer genauso groß wie unterirdisch oder umgekehrt. Jetzt nicht in der Form, aber in der Biomasse. Also wenn man sich das vorstellt, was man jetzt hier schon weggeschnitten hat, muss man dazu rechnen zur Wurzel, die ist schon riesengroß. Sie stehen auf der Wurzel. Die geht bis hierhin? Ja, ja, bestimmt. Und von daher kriegt er sehr viel auch, wenn der Rasen genügend wird, sehr viel Dünger ab. Man muss da also gar nichts machen eigentlich. Und Gießen wäre im Moment kontraproduktiv, weil es einfach so nass ist. Es ist alles zu voll. Und dieser lehmige Boden hier so am Schwarzwaldrand, da hätte dann so wenig Luft im Boden, dass eben diese Reaktion des Baumes kommt. Okay, Sie sind Quitten-Fan, haben Sie mir verraten. Ja. Warum? Quitten sind eigentlich, also sind schon viele hundert Jahre hier in Kultur, kommen aus dem Kaukasus. Und gerade die Hochstämme wachsen ganz knorbelig, ganz gebogen, krumm und bucklig, wie das Leben so ist. Deswegen habe ich auch eine für meine Tochter gepflanzt, als Geburtsbaum quasi. Und hat eine sehr schöne, ganz einfache Blüte, was auch wieder sehr modern ist. Diese einfachen Blüten in schwachrosa, aber richtig wunderschöner ganze Baum. Er hat eine Größe von 5-6 Meter, die eigentlich auch für nicht ganz so große Gärten ganz gut geeignet ist, was auch wieder die modernen Kleingärten bedient. Die Früchte leuchten gelb, duften sehr schön. Schmecken die Ihnen gut? Nur von Oma natürlich, das Quittenschilling. Aber abgerieben mit einem groben Tuch und dann in die Wohnung gelegt, duften sie wunderbar. Oh, das ist doch auch mal ein guter Tipp. Stilistisch wunderschön.